So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Gleich kommt nämlich Wrestling und eigentlich wollte Besuch kommen, aber der Besuch hat gesagt, jetzt habe ich extra 10 Bier geholt für den Besuch. Ich trinke ja sonst kein Bier, aber der Besuch will jetzt morgen kommen. Jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt hast du Bier, jetzt hast du Wrestling, aber weil du ja kein Bier trinkst, nimmst du was anderes zum Wrestling, damit die Nacht zum Tag gemacht wird. Und habe jetzt hier original aus dem Rewe nochmal diese leckeren, ich weiß gar nicht, was es ist. Auf jeden Fall ist es von 1932. Zitronenfruchtsaftgetränk, Orangenfruchtsaftgetränk und nochmal Orangenfruchtsaftgetränk. Das ist also im Prinzip Limonade aus der Dose, ja. Gibt es verschiedene. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich die nicht sogar schon mal getestet habe. Damals habe ich aber, glaube ich, nur 3 Sorten gesehen. Es muss was ganz anderes sein. Ich blicke selber nicht mehr durch bei so viel Ramses Kitchen Folgen. Die habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen hier. San Pellegrino. Ist das ein G? Ja. Italian Sparkling Drinks, Limone und Menta, fruchtiger Geschmack. Das ist also lecker Zitronenfruchtsaftgetränk. Ihr habt hier so, so eine Haube drauf, die ihr so abziehen könnt. Ja. Normalerweise könnt ihr die einfach richtig einfach so normal abziehen. Dann sieht es auch aus wie eine normale Dose, schon fällt es gar nicht mehr auf, wenn es so im Regal steht. Weil so sieht es so besonders aus, ja, und dabei machst du einfach den hier und dann ist das eigentlich eine ganz normale Dose. Das kann man also wegpacken, dann habt ihr hier also San Pellegrino Limone und Menta, San Pellegrino Aranciata. Aranciata kommt mir bekannt vor, ich glaube wirklich Aranciata haben wir schon mal getestet. Aber Limone, Menta gab es da, glaube ich, gar nicht, das Grüne. Und wir haben natürlich noch San Pellegrino Aranciata Rossa. Joa, ist also Orange, Blutorange, normale Orange, Blutorange, keine Ahnung. Wir hatten damals aber zwei, neben diesem Aranciata gab es was anderes. Ich glaube, ich habe da dieses Aranciata gegen was anderes antreten lassen und jetzt habe ich 3-mal San Pellegrino extra einfach zum So-Testen. Ihr habt Zitrone, ihr habt Orange und ihr habt Blutorange und ihr habt auch noch was, das kommt aber dann am Schluss, hör mal, zack, und das war das vierte. Wir probieren also, das vierte riecht aber pervers. Wir probieren jetzt einfach mal Limone. Ihr kennt, das ist wie Sprite, Zitronen, Limo. Gibt es viele verschiedene, manche sind richtig lecker, manche nicht so. Das ist echt italienisch. Probiert also mal San Pellegrino. Oh. Mein lieber Scholli. Das schmeckt ja schon wieder nicht einfach nur wie Zitrone, das schmeckt ja schon richtig wieder nach Minze. Ach so, jetzt verstehe ich das auch. Limone und Menta, Menta ist ja wahrscheinlich Minze, deswegen ist hier so ein Minzblatt dabei. Wo steht denn da mal was Deutsches drauf? Ah, 16% Zitrone und Pfefferminzaufguss. Ist auf jeden Fall ein richtig besonderer Geschmack. Schmeckt ein bisschen wie dieser komische Cocktail, den die immer trinken bei der linken Veranstaltung am Werbelinsee. Dieser Mojito. Ist auf jeden Fall nicht mein Geschmack. Als Zitronenlimonade stellt man sich auch was anderes vor. Das ist richtig sauer, ja. Und dann dieser minzige Geschmack, der dich in eine ganz andere Richtung treibt. Ich würde nicht mal sagen, dass das gut eisgekühlt für eine Erfrischung, zwischendurch mal einen kleinen Schluck, aber so zum Trinken, das klebt mir jetzt schon den Bauch komplett zu. Ist okay, muss man aber nicht unbedingt nochmal kaufen. Jetzt muss ich nochmal schauen, ob es hier nicht auch irgendwelche Überraschungen gibt. 20% Orange. Also Aranciata kommt eigentlich nur mit Orange um die Ecke. Dürfte eine normale Orangenlimonade sein. Sieht auch orange aus. Kann das mit einer Fanta mithalten?
Schmeckt auf jeden Fall komplett anders als eine normale Fanta. Schmeckt aber natürlicher. Ich glaube, in der Fanta ist so viel Chemie drin, dass sie eigentlich nur künstlich hergestellt wird, während San Pellegrino Aranciata, das ist der gesündeste Orangen-Limonaden-Dosenhersteller, den es gibt, hat nämlich irgendeinen besonderen Geschmack. Für viele werden sagen, nee, mir ist Fanta lieber. Die haben sich schon so an dieses ganze chemische Fabrikantielle gewöhnt. Ja, ihr wisst, was ich meine ungefähr. Das hat aber trotzdem eine natürliche Orangennote, was vielleicht für viele etwas muffig daherkommt, aber an sich natürlicher ist. Und das dritte, weil da steht ja extra, ach so, Aranciata Rossa, das ist direkt 17% Orange und 3% Blutorange. Das ist also wie eben, nur 3% weniger Orange, dafür 3% mehr Blut. Das ist bestimmt das Beste von allen, würde ich jetzt mal behaupten. Hat irgendwie so eine bärige Note. Diese Blutorange erinnert mich eher an Erdbeere als an Blutorange. Schmeckt aber trotzdem eigentlich ganz gut und hat man so am Geschmack eigentlich bei keinen anderen Limonaden, die ich so kenne. Also wenn ihr jetzt Fanta kauft oder irgendwas, könnt ihr alles kaufen, könnt ihr alles trinken. Aber wenn ihr so einen leckeren Erdbeer-Limonaden-Geschmack haben wollt, kauft euch San Pellegrino Aranciata Rossa. Das ist mein Tipp für euch. Also die Zitrone-Minze kann ich nicht empfehlen. Die normale Orange ist in Ordnung, aber da werden viele wohl normale Fanta vorziehen. Aber dieses mit Blutorange und Orange finde ich eigentlich ganz nett, würde ich auch nochmal probieren. Aber zum Ende des Videos, ihr wisst Bescheid, wie der Hase läuft, haben wir noch eine Dose 5-0er Dosenbier. Das ist eben auch erst aufgemacht. Guck, wenn ich hier reinfasse, der Finger ist nass, da tropft es runter, weil das ist wirklich bis oben. Nicht, dass ihr denkt, ich stelle mich hier eine leere Dose hin. Und deswegen würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Wenn der Besuch nicht kommt, muss man halt das Bier alleine trinken. Euer Ramses. Grrrr.